Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen vierten Lesung des Werkes Roms Ziele in Theorie und Praxis von Gustav Mix. Ja, ich bin diese Woche mal richtig fleißig gewesen. Montag, Dienstag, Mittwoch, jeden Tag eine Lesung. Heute Donnerstagabend habe ich mich hingesetzt und ich hoffe, dass ich nicht zu müde bin, dass ich es noch schaffe, weil ich möchte wirklich gerne eine weitere Lesung machen. Nicht nur, um dieses Werk hinter mich zu bekommen, weil es gibt ja noch so viele andere Dinge, die interessant sind, aber auch vor allen Dingen, weil ich dieses Buch wieder so faszinierend und gut finde. Ich habe gestern übrigens durch einen Bericht in Skype festgestellt, wer mir das Papier besorgt hat. Das war jemand, den ich über Skype kennengelernt hatte. Den Namen gebe ich jetzt nicht bekannt, das spielt auch keine Rolle. Es war also kein Kommentar in einem Video, sondern es war ein Link, der mir in Skype gegeben wurde. Derselbe Mensch hat mir gestern noch mal einen anderen Link gegeben zu einem Werk aus derselben Zeit, das heißt das Papsttum im Lichte des ersten Gebotes. Das ist ganz interessant, das sind solche protestantischen Schriften Anfang des 20. Jahrhunderts, die in Deutschland frei verfügbar für 30, 40, 50 Pfennig waren und die alle davon handeln, die Jesuiten und die römisch-katholische Kirche, ich sag mal, jetzt ans Kreuz zu nageln, also wirklich... Na, ans Kreuz zu nageln ist nicht der richtige Ausdruck. Anstatt Kreuznageln würde ich besser sagen, an den Schandpfahl zu stellen. Das ist besser. Ne? Das römisch-katholische System an den Schandpfahl zu stellen. Sollte man sich mal vorstellen, in der Zeit, in der wir leben, heute 2021. Ne? Da traut sich das ja keiner mehr. Aber gerade deswegen sind diese Schriften so wertvoll, um eben zu sehen, schaut mal, was unsere Vorväter wussten. Also nicht alle, aber doch einige, weil diese Schriften wurden ja gelesen. Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Kirchen ja noch besser besetzt als heute und waren auch die protestantischen Kirchen noch protestantischer, als sie das heute sind. Ja? Nicht, dass ich damit sagen will, dass sie alle noch richtig protestantisch waren, weil wir wissen ja, dass die Jesuiten Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen haben, die Seminare zu unterwandern. Aber trotzdem gab es damals noch sehr viele Kirchen, dieser Pfarrer hier selber ist ja ein Beispiel dafür, der Gustav Mix, der war ja selber Pfarrer in Karlstadt, oder wie das hieß da. Ist ja ein Beweis dafür, dass es damals noch Leute gab, die auf der Kanzel standen, oder hinter der Kanzel standen, die noch wirklich wussten, wovon sie sprechen. Und die solche Dinge auch noch schriftlich verfasst haben. Das tut doch heute keiner mehr. Ja? Und deswegen finde ich es umso wichtiger, um uns diese vergangene oder diese verlehrte Geschichte besser gesagt, um die nochmal aufzufrischen. Dafür dienen diese Lesungen. Weil in der Bibel steht bereits geschrieben, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das stimmt. Alles, was wir hier lesen, alles schon mal da gewesen. Gab es früher schon, gab es zu der Zeit, wo das geschrieben wurde und gibt es heute wieder. Das Problem ist nur, die Leute erkennen es nicht mehr, weil sie dann nicht mehr drauf geschult werden. Und diese Lesungen sollen dafür dienen, euch darauf zu schulen, aufzuzeigen, wo das Böse in dieser Welt sitzt, dass wenn ihr das Böse kennt, ihr das Gute erkennt. Das Gute in der Form von Jesus Christus und der Bibel. Ja, an allererster Stelle. Und solche Leute wie der Gustav Mix in diesem Werk hier machen sich wirklich enorm viel Mühe, um uns darüber zu informieren, mit welchen Schriften die römisch-katholische Kirche ganz deutlich rauskommt und eben sagt, was ihre Absicht ist. Und wir hatten letztes Mal sehr ausführlich gesprochen über das Papier Motu Proprio, von Antichrist Papst Pius X. Ich glaube 1903 oder sowas, irgendwann in der Richtung ist das rausgekommen. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig mehr, dass ich das jetzt nachschauen müsste. Aber wir wollen jetzt heute weiterlesen auf Seite 8 in dem Papier. 6 von 22 im PDF. Und das in der vierten Lesung. Man sieht schon wieder, es wird wieder ein ziemlich langes Werk werden. Und zwar im ersten vollen Absatz, da fährt der Autor fort, nachdem wir ja letztes Mal über die Motu Proprio gelesen hatten, sagt er, man sieht, Antichrist Papst Pius X. nimmt es ernst mit dem Anspruch, das ganze öffentliche Leben, in diesem besonderen Fall vor allem die ganze Sozialpolitik, unter die Botmäßigkeit der römischen Hierarchie zu bringen. Wo ich nochmal kurz darauf eingehen wollte, das habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt, das kennt ihr ja von mir. Ich lese ja immer, Papst so und so steht hier geschrieben, ich sage immer Antichrist davor. Einigen wird das vielleicht früher oder später mal langweilig, dass ich das ständig sage. Mir persönlich nie, man kann es gar nicht oft genug sagen. Der Punkt ist nur, in diesem Büchlein, in diesem Heftchen steht das Wort Antichrist gar nicht drin. Also ich habe es zumindest noch nicht gelesen. Ich füge das immer selbst hinzu, um eben deutlich zu machen, schaut,
Der Antichrist ist eine Person, die schon lange in der Welt ist. Seit Jahrhunderten kennen wir den Antichristen schon. Das Büro des Papstes, um es mal so auszudrücken, ist der Sitz des Antichristen. Wer auch immer auf dem Stuhl hinter dem Schreibtisch Platz nimmt oder auf dem Thron in Rom Platz nimmt, der ist der Antichrist. Das ist eine Dynastie und nicht eine einzelne Person aus dem jüdischen Stamme Dan oder einem anderen Stamme, wie oft gelehrt wird, der für 3,5 Jahre in der Endzeit regiert. Da komme ich auch in einer anderen Lesung noch mal ganz intensiv drauf. Aber ich wollte hier mal eben den Punkt machen. Ich lese hier, man sieht Antichrist Papst Pius X. Und es steht geschrieben, man sieht Pius X. Ja? Ich mache ganz deutlich, ich versuche es jedes Mal, wenn ich einen Namen eines Papstes lese, deutlich zu machen, der war zu der Zeit der Antichrist. Das Papsttum ist der Antichrist. Keine futuristische Falschlehre. Und ich finde es schade, dass der Autor, viele andere Autoren übrigens auch, nicht nur er, es nicht geschafft haben, das Wort Antichrist da reinzuschreiben. Ich finde, das ist, auf der einen Seite kann man natürlich sagen von, ja gut, der nennt sich Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei ist Antichrist, weil das ist so übersetzt, das stimmt. Das ist im Grunde sein Titel, das kann man ja immer sagen. Aber es soll den Leuten einklingen, der Papst ist der Antichrist. Das muss sich ins Gehirn festsetzen. Ständige Wiederholung kann dann nur zu führen. Und ich hoffe, dass ich vielleicht mal irgendwann Autoren finde, die überall ständig Antichrist vorschreiben, wie ich das schon seit vielen Lesungen immer wieder mache. Ja? Ganz kurz, ich musste einfach diese kleine Erklärung, muss ich da mal eben beigeben, weil in dem Papier selber steht nicht vor dem Titel des Papstes oder dem Namen, den er annimmt. Weil Pius ist ja ein angenommener Name, ne? Da beginnt es ja schon, ne? Man soll nicht lügen. Ne? Er gibt sich aber als jemand anderen aus, der er ist, weil er hat ja einen bürgerlichen Namen, den seine Eltern ihm gegeben haben. Aber der Pius, der heißt ja anders, genau wie der Franziskus, der heißt ja Jorge Mario Bergoglio, nennt sich aber Papst Franziskus. Da fängt es ja schon mal an mit einer Lüge. Ne? Ich will eben ganz bewusst nochmal den Punkt drauf machen, das Papsttum ist der Antichrist. Da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist so. Und nur die ständige Wiederholung meinerseits sorgt dafür, dass ihr es auch begreift und annehmt und lehrt und damit mit dieser Lehre rausgeht in die Welt. Weil wenn ihr Jesus bezeugt in dieser Welt, dann müsst ihr auch den Antichristen nicht bezeugen, aber davor warnen. Und genau das ist mit die Absicht ja auch dieser Lesung, dass wir lernen, wie teuflisch die römisch-katholische Kirche wirklich ist und dass sie tatsächlich vom Stellvertreter des Teufels auf dieser Erde geleitet wird, weil nichts anderes ist der Stellvertreter zwischen Anführungszeichen Jesus Christus hier auf Erden. Weil er vertritt nicht den Jesus Christus der Bibel, er vertritt nicht den Jesus Christus, der vor 2000 Jahren für die Menschheit am Kreuz gestorben ist und für seine Sünden sein Blut vergossen hat und der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er vertritt den Jesus Christus der römisch-katholischen Kirche. Und das ist der Tammuz, der wiedergeborene Sonnengott von Semiramis, ja, aus Babylon. Ein ganz anderer, zwischen Anführungszeichen, Jesus Christus. Deswegen kann sich natürlich auch der Jesuitenorden Sociedad Jesus nennen, ne? Die Gesellschaft Jesu, des Jesus von Babylon, nicht des Jesus aus der Bibel. Aber gut, nicht zu weit abschweifen, Jörg. Ich wollte das nur mal kurz eben erwähnt haben. Der Autor schreibt nicht Antichrist vor dem Papsttitel und ich versuche es jedes Mal zu sagen, dass sich das einbläut in unsere Gehirne. Man sieht, sagt der Autor also, Antichrist, Papst Pius X. Nimmt es ernst mit dem Anspruch, das ganze öffentliche Leben, in diesem besonderen Fall vor allem die ganze Sozialpolitik, unter die Bottmäßigkeit der römischen Hierarchie zu bringen. Es ist in der Tat der genaue Ausdruck seiner Willensmeinung, was der päpstliche Hausprälat und Ehrendomherr Dr. Karl Eberle in seiner Schrift über den Ultramontanismus auf Seite 20 aufführt. Er schreibt dort, Zitat: Da die Kirche in Kraft unmittelbar göttlichen Rechtes in die menschliche Gesellschaft eintritt, ist sie bestimmt, die Ideen ihres göttlichen Stifters zu realisieren. Daher muss die natürliche Gesellschaft der Familie und des Staates von der Kirche vernehmen und empfangen,
welches diese betreffenden Absichten Christi sind und muss der Kirche freie Hand und volle Wirksamkeit lassen, diese Absichten zu erfüllen. Daraus folgt, dass jede Lösung der sozialen Fragen ohne die Kirche eine den Absichten und Anordnungen Christi nicht entsprechende, sondern vielmehr widersprechende Sache ist. Ferner, dass jede Lösung der sozialen Fragen, welche gegen die Kirche sich richtet, eine Versündigung an der Menschheit selbst ist, die dadurch, statt ihrem Elende entzogen zu werden, nur tiefer hineingedrängt wird, die statt zum ewigen Vaterhause zurückgeführt zu werden, in eine endlose Wüste hinausgedrängt wird, dass endlich jede Lösung der sozialen Fragen ohne oder gar gegen die Kirche das Strafgericht Gottes über die Menschheit herabziehen muss. Die sozialen Fragen müssen also auf ultramontanem Boden, das heißt, die sozialen Fragen müssen auf Boden mit der Kirche und mit dem Papste gelöst werden. In diesem Sinne schreibt der jetzige, zwischen Anführungszeichen, Heilige Vater, der Antichrist, wie von mir zugefügt, Pius X. In seinem ersten Rundschreiben: Wenn man von uns eine Devise verlangt, die unseren Willen kundtut, so kann es keine andere sein als Instaurare Omnia in Christo, alles erneuern in Christus. Ende Zitat. Und hierbei wiederum bitte bedenken, dass wir nicht von dem Jesus Christus der Bibel sprechen. Das sagen sie natürlich nicht. Jeder Mensch, der in die römisch-katholische Kirche geht, denkt, er verehrt den Jesus der Bibel. Was glaubt ihr denn, warum die römisch-katholische Kirche das Bibellesen verbietet? Was glaubt ihr denn, warum die römisch-katholische Kirche sagt, die Schrift ist nicht die höchste Instanz der Moral und des Glaubens, sondern die Tradition der Kirche? Weil der Jesus der Bibel in der römisch-katholischen Kirche nichts zählt. Und wenn sie hier sagen, Instaurare Omnia in Christo, alles erneuern in Christus, dann meinen sie den Tammuz von Babylon und nicht den Jesus Christus der Bibel. Das, sagt der Autor, ist wenigstens deutlich. Und wenn hier auch bereits der Staat unverblümt als Höriger der Kirche in Anspruch genommen wird, so wird das nach dem Vorhergehenden niemand Wunder nehmen. Die verschiedenen angeführten Kundgebungen Leos XIII., also Antichrist Papst Leos XIII. Und Antichrist Pius X., waren doch fast ausnahmslos auf denselben Ton gestimmt. Doch dürfte es sich empfehlen, die Herrschaftsansprüche der Kirche dem Staat gegenüber noch besonders zu beleuchten. Da gerade das für die richtige Erkenntnis der Absichten Roms von ungemeiner Wichtigkeit ist. Und da kann ich dem Autoren nur zustimmen und nochmal verweisen auf meine Lesung Das Doppelgesicht des Papsttums. Weshalb ich ja absichtlich diese Lesung danach mache, weil das eine Fortsetzung davon ist. Geht da nochmal rein und lest nochmal nach, hört nochmal nach in meinen Lesungen, wie die Herrschaftsansprüche der Kirche dem Staat gegenüber sind. Ja? Das kommt da an vielen, vielen Stellen vor und hier kommt es jetzt auch mal vor. Deswegen habe ich den nächsten Satz auch ganz dick in gelb, beleuchtet, also angestrichen. Es lässt sich aus vielerlei feierlichen Kundgebungen der Päpste der klare Beweis dafür führen, dass sich die Stellung Roms zur Staatsgewalt seit Antichrist Gregors VII. Oder Antichrist Bonifaz VIII. Zeiten, abgesehen von ganz geringfügigen Modifikationen, nicht im geringsten geändert hat. So, dieser Satz war mir sehr wichtig, deswegen habe ich ihn ganz deutlich gelb angestrichen. Ich habe an der Seite erst noch versucht, das Streichen anders zu machen. Ein bisschen misslungen, sieht ein bisschen krickelig aus, aber auf alle Fälle fällt es ins Auge. Der Punkt ist, der Satz, den ich gerade eben gelesen habe, ist sehr, sehr wichtig. Und wir müssen uns nochmal eben ins Gedächtnis rufen, über welche zwei Personen spricht der Autor denn hier. Er spricht von Gregor VII. Und Bonifaz VIII. Dann nehmen wir das nochmal eben in der zeitlichen Reihenfolge. Gregor VII.
war der Antichrist, der regierte zur Zeit 1075, also ein paar Jahre davor, ein paar Jahre danach. 1075, 76, 77 ungefähr, das ist die Zeit, wo der Gang nach Canossa passiert ist. Wo der deutsche König oder Kaiser Heinrich IV. Im Winter barfuß nach Canossa lief und den Papst um Vergebung gebeten hat. Also wenn viele Leute sagen immer, ja, ach, der König Heinrich da von Canossa, das war ja so ein armes Schwein, das war ja so ein ganz lieber, war so ein ganz toller Mensch. Nee, der war ein Papist, deswegen ist er dem Papst da zu Füße gekrochen und hat ihm die Füße geküsst und hat um Verzeihung gebeten. Ja? Dann ging es um den Investiturstreit. Und der Gregor der Siebte mit Beinamen Hildebrand war der Papst, der durch diese Aktion, die er dort gemacht hat, im Grunde das Königreich Gottes hier auf Erden manifestiert hat. Aber nicht das Königreich des Gottes im Himmel, sondern das Königreich des Gottes dieser Welt, wie die Bibel den Satan auch nennt. Ja? Das war nach der Krönung Karls des Großen im Jahre 800 das zweite Mal, dass der Papst seine absolute Macht über die Regierenden, über die in diesem Fall die Kaiser von Europa, ausgeübt hat. Ja? Das war Gregor der Siebte Hildebrand. 1077 war das, glaube ich. Und Boniface der Achte, den kennen wir aus der Bulle Unam Sanctam, in der geschrieben steht, dass es absolut unerlässlich ist für die Erlösung oder das Seelenheil einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontifex zu sein, des römischen Papstes zu sein. Das steht in der Bulle Unam Sanctam. Da habe ich mal ein eigenes Video drüber gemacht. Unam Sanctam ad absurdum. Müsst ihr mal schauen, das ist in meinem Kanal drin. Ich kann mir auch mal kurz eine Note nehmen. Unam Sanctam Video, ich schreibe das mal eben auf hier. Unam Sanctam Video, dann werde ich das hier in diesem Video in der Beschreibung verlinken, also in die Beschreibungsbox mit reintun, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Das ist genau dasselbe. Ja? Nur Gregor der Siebte hat es gemacht durch Tat, Boniface der Achte hat es getan durch Schrift, ne? Durch die Bulle Unam Sanctam. Gregor der Siebte hat die Tat von Hildebrand ausgelockt, die Tat von dem Henry IV. Rausgelockt, dass der eben zu Kreuze gekrochen ist, wie man das heutzutage nennt, ne? Zu Kreuze kriechen. Aber er ist dem Papst eben zu Füße gekrochen. Ja? Und deswegen ist dieser Satz so wichtig, weil eben der Gustav Mix hier zwei geschichtlich unglaublich wichtige Päpste anführt, ja? Wovon wir uns eben auch bewusst sein müssen, von der geschichtlichen Tragweite derer Taten. Und deswegen schreibt er hier, es lässt sich aus vielerlei feierlichen Kundgebungen der Päpste der klare Beweis dafür führen. Und das ist auch wichtig, ne? Aus vielerlei feierlichen Kundgebungen der Päpste. Ich sage es nochmal, wie ich es im letzten Video auch gesagt habe. Dies hier ist kein Video, das die römisch-katholische Kirche irgendwie nur aus protestantischer Sicht beleidigt oder bloßstellt, sondern ich gebrauche oder der Autor, wir gebrauchen hier die Verkündigungen, die Kundgebungen, die Schriften, die Schriftsätze der römisch-katholischen Kirche selber, der Päpste selber. Es sind ihre eigenen Worte. Nur kein Mensch liest's. Und dafür ist diese Lesung so wichtig. Es lässt sich aus vielerlei feierlichen Kundgebungen der Päpste der klare Beweis dafür führen, dass sich die Stellung Roms zur Staatsgewalt seit Antichrist Gregor dem Siebten und Antichrist Boniface dem Achten Zeiten, also zum Ende des 11. Jahrhunderts hin und zum Anfang des 13. Jahrhunderts hin, abgesehen von ganz geringfügigen Modifikationen, nicht im geringsten geändert hat. Ja. Im Grunde nimmt Rom heute den einzelnen Staaten gegenüber eine im Prinzip gefestigtere Stellung ein als je zuvor. Na, das schreibt der Autor 1911. Wo stehen wir denn bitte schön 2021? Nimmt Rom heute den einzelnen Staaten gegenüber eine gefestigte Stellung ein
eine vielleicht gefestigtere Stellung als je zuvor, hören heute nicht alle Führer der Länder, Bundeskanzler, Ministerpräsidenten, Präsidenten, Könige, was auch immer, sind die nicht alle dem Papst hörig? Ist heute nicht, wenn der Papst spricht, das morgen mehr oder weniger Gesetz? Ja? Der Papst macht Reklame für Leute wie Greta Thunberg und die verschiedenen Länder laden diese Frau ein. Einige bauen ihr sogar, obwohl sie noch ein Mädchen ist, noch nicht mal eine Frau, bauen ihr sogar schon Statuen und stellen die aus. Ja, in einer englischen Universität ist das letztens passiert. Winchester ist das, glaube ich. Da wurde jetzt eine Statue errichtet. Warum machen die das denn? Weil der Papst eben Reklame macht für die Politik, die Greta Thunberg fordert, die eine antichristliche Klimapolitik ist, die den menschengemachten Klimawandel vermarktet, was nichts weiter heißt als von der Mensch ist schlecht und der Mensch muss aus der Welt geschafft werden, dass die Welt überlebt. Na also, was ist denn eine Welt ohne Menschen? Ist das noch was wert? Ich persönlich denke nicht, weil schließlich hat Gott den Menschen zum Ende der Schöpfungsgeschichte geschaffen, um die Welt zu beherrschen, um in ihr zu wohnen. Ja? Nicht um sich irgendwo in ein paar Städten zusammenzurotten, wie es heute auch wieder passiert und wie es in Babylon passiert ist, sondern um die ganze Welt zu besetzen und sich fruchtbar zu vermehren. Und wenn die Menschheit das so tun würde, wie Gott das gesagt hat, dann könnten wir 40 Milliarden oder 50 Milliarden Menschen ernähren auf dieser Welt. Überhaupt kein Problem. Aber die römisch-katholische Kirche hatte andere Gedanken drüber. Und heute, sagt der Autor vor 110 Jahren, heute nimmt Rom im Grunde den einzelnen Staaten gegenüber eine im Prinzip gefestigtere Stellung ein als je zuvor. Der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg haben dafür gesorgt, dass diese Stellung noch viel gefestigter wurde, so wie sie heute mit dem Antichristen Papst Franziskus ist. Der Autor fährt fort und sagt, dass der Staat der Kirche in irgendwelcher Hinsicht etwas zu sagen habe, wird weit abgelehnt. Jawohl, die vatikanische Flagge, der goldene Schlüssel der geistigen Macht über dem silbernen Schlüssel der weltlichen Macht. Die weltliche Macht hat der geistigen Macht nichts zu sagen. Umgekehrt ist es. Und beide Schlüssel sind in der Hand des Papstes. Und wehe, ich versuche, die Schlüssel voneinander zu trennen. Wehe, ich versuche, den Staat von der Kirche zu trennen. Die beiden sind verbunden durch ein rotes Lint. Ist euch das mal aufgefallen? Durch ein rotes Band. Das stellt das Blut dar, das fließen wird, wenn man probiert, die beiden Gewalten zu trennen oder eine dieser beiden Gewalten vom Papst abzunehmen. Dass der Staat der Kirche in irgendwelcher Hinsicht etwas zu sagen habe, wird weit abgelehnt. Die vom Staat beanspruchte Kirchenhoheit, und das ist genau das, was in den Konkordaten ja festgelegt wird, und darüber handelt das Buch ja auch noch, die vom Staat beanspruchte Kirchenhoheit ist nach Auffassung der römischen Kirche nahezu ein Unding. Die vom Staat beanspruchte Kirchenhoheit ist nach Auffassung der römischen Kirche ein Unding. Nur die Kirche kann die Kirchenhoheit haben. Und das wird in den Konkordaten festgelegt. Wenn der Staat die Kirchenhoheit beansprucht, dann ist das eine Unmöglichkeit. Dann ist das für Rom ein Grund, in den Krieg zu ziehen. Dann ist das für Rom ein Grund, um einen Regime-Change zu veranstalten in dem Land. Wenn, wie jetzt zum Beispiel letztens in China, der chinesische Staat sich anmaßt, eigene Bischöfe zu ernennen. Genau dasselbe, was Henry IV. 1075 gemacht hat, bevor er nach Canossa gegangen ist. Er hat auch seine eigenen Bischöfe ernannt. Und damit hatten die Bischöfe eine Treue und eine Gehorsamkeit an den Tag gelegt, die ihm gegenüber war, dem König und nicht dem Papst gegenüber. Und das kann der Papst ja wohl nun überhaupt nicht haben.
Und das ist genau der Punkt, um den es hier geht. Ja? Das müssen wir mal verstehen. Die vom Staat beanspruchte Kirchenhoheit ist nach Auffassung der römischen Kirche geradezu ein Unding. Wo ist denn eine vom Staat beanspruchte Kirchenhoheit? Wenn überhaupt, dann ist das in der protestantischen Kirche so der Fall. Ja? Dass der Staat eben auch der Kirche eine Religionsfreiheit zugesteht. In Rom gibt es keine Religionsfreiheit. In Rom gibt es genauso wenig Religionsfreiheit wie im Königreich Gottes. Du kommst nicht in das Königreich Gottes als Buddhist oder als Mohammedaner oder als Schamane oder was weiß ich. Jesus Christus ist der Weg, das Leben und die Wahrheit und niemand kommt zum Vater denn durch ihn. Das ist ein exklusiver kleiner Club, dem man beitritt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöde ausgedrückt, aber so ist es im Endeffekt. Und die beanspruchte Kirchenhoheit, die hier ein Unding ist für die römisch-katholische Kirche, wir müssen das verstehen, ist ja erst durch den Protestantismus, durch die Reformation so geworden. Davor hat ja die römisch-katholische Kirche überall komplett ohne irgendwelchen Widerspruch reagiert oder regiert. Regiert, nicht reagiert, regiert. Ja? Und erst der Staat hat die Kirchenhoheit auf sich genommen. Erinnert euch mal bitte an Heinrich den Achten in England in den 1530er Jahren. Er hat dem Papst seinen Machtanspruch über die anglikanische Kirche abgesprochen, hat sich selbst zum Kopf der Kirche ernannt. Nun, ich sage nicht, dass das jetzt biblisch ist, weil biblisch ist Jesus Christus das Haupt der Kirche und nicht irgendein König. Aber immer noch besser, der König ist der oberste Hirte eines Landes, wenn er nach biblischen Gesetzen handelt, als der Papst, der immer nach antichristlichen Gesetzen handelt. Wenn der Staat der Kirche die Freiheit gibt, ihre Religionsfreiheit dermaßen auszuüben, dass einem jeden Menschen nach seinem eigenen Wissen und Gewissen es möglich ist, Gott anzubeten, so wie die Bibel es von ihm verlangt. Das finde ich Religionsfreiheit. Dass ich mir die Wahl zwischen Antichrist und Jesus Christ machen kann und dass der Staat diese Wahl von mir garantiert und dass er mir die Freiheit dieser Wahl zusagt, dass ich den Gott verherrlichen kann, der Verherrlichung verlangt und der Verherrlichung verdient. Das ist nämlich nur unser Schöpfer Gott Elohim im Himmel. Das ist kein Papst. Das ist keiner in der römisch-katholischen Kirche. Die vom Staat beanspruchte Kirchenhoheit ist dafür da, um der Kirche die Freiheit zu gewähren, die sie unter Rom nicht hat. Und das ist eine Auffassung, die der römischen Kirche ein Unding ist. Das sagt der Autor hier. Antichrist Papst Leo der 13. nimmt zur Kennzeichnung des richtigen Verhältnisses von Staat und Kirche den Vergleich Antichrist Gregors des 8. als durchaus zutreffend wieder auf, wonach die weltliche Gewalt erst durch die geistliche Gewalt Dasein, Wesen und Tätigkeit erhält, genau ebenso wie der Leib durch die Seele. Ja, also das lehrt Antichrist Gregor der 8. Die weltliche Gewalt hat erst durch die geistliche Gewalt Dasein, Wesen und Tätigkeit. Genauso wie der Leib nur durch die Seele Dasein, Wesen und Tätigkeit hat. Die Kirche ist ihm, Zitat, nach ihrem Wesen und Recht eine vollkommene Gesellschaft. Eine vollkommene Gesellschaft. Man kann das Wort auch anders ausdrücken. Man kann auch sagen, die Kirche ist ihm, wir sprechen hier über Antichrist Gregor den 8., die Kirche, und wir sprechen hier über die römisch-katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche ist Gregor dem 8. nach ihrem Wesen und Recht eine vollkommene, das heißt perfekte Gesellschaft. Wie das Ziel, das die Kirche anstrebt, weitaus das Erhabenste ist, so ist auch die ihr innen wohnende Gewalt hervorragend über jede andere. Ende Zitat.
Dementsprechend bezeichnet es Leo als, Zitat, ein höchst ungerechtes und unbedachtes Beginnen, die Kirche in der Ausübung ihres Amtes der politischen Gewalt unterwerfen zu wollen. Also, was habe ich euch zu Anfang gesagt über die vatikanischen, über die vatikanische Flagge mit den zwei Schlüsseln? Der goldene, spirituelle, also geistige, die geistige Macht regiert über die weltliche Macht, nicht umgekehrt. Also sagt Leo hier, ein höchst ungerechtes und unbedachtes Beginnen, die Kirche in der Ausübung ihres Amtes der politischen Gewalt unterwerfen zu wollen. Also nach dem Motto, der Silberne herrscht über den goldenen Schlüssel. Nein! Die römisch-katholische Kirche setzt es anders vor. Die sagt, die Geistliche regiert die weltliche Macht. Dies hieße die Ordnung umkehren, indem man das Übernatürliche dem Natürlichen unterordnet. Kommt aus dem Rundschreiben Immortale Dei vom 1. November 1885, das wir ja schon vorher einmal zitiert hatten. Der Staat ist nämlich nur eine natürliche, vollkommene Gesellschaft, während die Kirche eine übernatürliche, vollkommene Gesellschaft, also Vermöge ihres höheren Zweckes dem Staat übergeordnet ist. Zitat: Die Unterordnung der bürgerlichen Gewalt unter die kirchliche Gewalt entspringt aus dem Vorrange des Priestertums über den Staat. Mit Rücksicht auf den höheren Rang der Bestimmung des einen gegen die des anderen. So hängt die Autorität des Staates von derjenigen des Priestertums ab, wie die menschlichen Dinge von den göttlichen, wie die weltlichen Dinge von den geistigen abhängen. Das ist von Staatssekretär Antonelli in Pius des 9. Auftrage an Monsignore Gigi am 19. März 1870 geschrieben, bei Hönsbrüch, Moderner Staat und Römische Kirche, 1906, auf Seite 36 erschienen. Nochmal. Die Unterordnung der bürgerlichen Gewalt unter die kirchliche entspringt aus dem Vorrange des Priestertums über den Staat mit Rücksicht auf den höheren Rang der Bestimmung des einen gegen die des anderen. So hängt die Autorität des Staates von derjenigen des Priestertums ab, wie die menschlichen Dinge von den göttlichen, wie die weltlichen Dinge von den geistigen abhängen. Was hat denn Jesus Christus gesagt? Jesus Christus hat gesagt, gebt Cäsar, was Cäsars ist und gebt Gott, was Gottes ist. Cäsars ist vielleicht das Geld, aber Gehorsam und Anbetung ist Gottes. Ja? Deswegen gibt es auch keine Staat und Kirche Zusammenschmelzung im wahren Christentum. Deswegen gibt es auch schon mal im wahren Christentum überhaupt keine Hierarchie. Ja? Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir hier immer von Hierarchie sprechen. Wenn hier steht, die Unterordnung der bürgerlichen Gewalt und die Kirche entspringt aus dem Vorrange des Priestertums. Das heißt also, da wird ja etwas vorrangig behandelt, da wird etwas vorgezogen, da wird etwas das eine dem anderen überstellt. Über den Staat mit Rücksicht auf den höheren Rang der Bestimmung des einen gegen die des anderen. Also automatisch wird hier gesagt, das Priestertum steht über dem normalen Menschen, ja? Über dem Laientum, wie die römisch-katholische Kirche das behauptet. Jesus Christus aber sagt, ihr seid alle Brüder und das Haupt der Kirche ist Jesus Christus. Und Brüder sind alle gleich. Da gibt es keine Unterschiede, da gibt es keine Hierarchie, da gibt es keinen Vorrang. So hängt die Autorität des Staates von derjenigen des Priestertums ab. Staat und Kirche gehören nicht zusammen. Sonst hätte Christus auch nicht gesagt, gebt Cäsar, was Cäsars ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Sonst hätte er gesagt, das, was ihr Cäsar gebt, das gebt auch Gott. Und das, was ihr Gott gebt, gebt auch Cäsar. Das sagt er aber nicht. So hängt die Autorität des Staates von derjenigen des Priestertums ab, wie die menschlichen Dinge von den göttlichen, wie die weltlichen Dinge von den geistigen abhängen. Der Autor fährt fort und sagt, daraus ergibt sich unmittelbar. Unmittelbar. Ohne irgendwelche Zwischenstufen. Direkt, das ist die direkte Folge, dass die Kirche Staatsgesetze ohne weiteres für ungültig erklären kann. Bumm. Bumm. Das ist der Satz, der Kernsatz, weil der Satz ist eigentlich viel länger, den lese ich gleich. Aber das ist der Kernsatz. Aus dem gerade eben Gelesenen ergibt sich,
unmittelbar, dass die Kirche Staatsgesetze ohne weiteres für ungültig erklären kann. Und im wirklichen Leben passiert das so, dass wenn der Staat Gesetze erlässt, die nicht konform dem römisch-katholisch-kanonischen Recht sind, dass diese Gesetze so nicht veröffentlicht werden oder so nicht in Wirkung gestellt werden. Alle Gesetze eines Landes, das ein Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche hat, muss alle Zivilgesetze im Einklang haben mit römisch-katholisch-kanonischem Recht. Daraus ergibt sich unmittelbar, dass die Kirche Staatsgesetze ohne weiteres für ungültig erklären kann. Wer hat denn dann die Macht im Staat? Jetzt denkt doch mal eben darüber nach. Warum geht ihr denn alle 4 Jahre zur Wahl, um irgendwelche Politiker zu wählen, die dann doch nichts zu sagen haben? Weil die Kirche die Staatsgesetze ohne weiteres ungültig erklären kann. Ja, das heißt doch mit anderen Worten, es gelten gar nicht die Staatsgesetze, sondern es gelten Kirchengesetze, oder? Aber wählen wir irgendjemanden aus der Kirche? Oder wählt ihr irgendjemanden aus der Politik? Irgendwelche Puppen, die sie euch fortsetzen. Und das ist genau der Punkt. Diese Puppen können nur ihre Rolle spielen, dürfen nur ihre Rolle spielen, wenn sie sich 100% an das Kirchengesetz halten. Sonst sind sie weg vom Fenster. Also ist es wurscht, welchen Kandidaten ihr wählt. Ob der hellgrün, dunkelgrün, hellgelb, dunkelgelb, rot, hellrot, dunkelrot, hellschwarz, also grau oder ganz schwarz ist oder wie auch immer, welche Farbe auch immer, welche Schattierung der Farbe auch immer er hat, derjenige, der dahinter steht und der die Staatsgesetze kontrolliert, auf Gültigkeit im Namen der Roms, derjenige macht die Politik. Und den wählt ihr nicht. Ihr werdet verarscht, wenn ihr zur Wahl geht. Ja, es gibt einige Leute, die sagen von, ja, guck mal, darum tut man seinen Wahlzettel auch in eine Urne. Aber die haben überhaupt nicht begriffen, was sie damit sagen. Die haben überhaupt nicht verstanden, warum das so ist. Es ist so, weil die Staatsgesetze überhaupt kein Existenzrecht an sich haben, sondern nur ein Existenzrecht haben, wenn sie von der Kirche wohlwollend abgesegnet werden. Aber die Kirche? Da wählt ihr nicht. Das wird euch nicht mal gesagt. Deswegen sind solche Lesungen so unglaublich wichtig. Es hängt die Autorität des Staates von derjenigen des Priestertums ab. Daraus ergibt sich unmittelbar, dass die Kirche Staatsgesetze ohne weiteres für ungültig erklären kann. Wie viel deutlicher kann man es denn noch formulieren? Und das, was die Kirche hier 1870 geschrieben hat, was der Herr Hünsbrüch dann in 1906 in seinem Buch veröffentlicht hat, das ist heute immer noch gültig, weil die Kirche verändert sich nicht. Die Kirche ist semper e adem. Die Kirche ist unveränderlich. Jetzt lese ich den Satz mal ganz. Daraus ergibt sich unmittelbar, dass die Kirche sich in die Angelegenheiten des Staates einmischen kann, wie in der Septanatsfrage. Ja, dass sie Staatsgesetze ohne weiteres für ungültig erklären kann, wie es Antichrist Pius IX. Mit dem österreichischen Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 und den preußischen Maigesetzen bekanntlich getan hat. Das ist der ganze Satz. Wir kommen wieder mal zurück auf Pius IX., Pio Nono, ja, der Papst mit dem längsten Pontifikat in der Geschichte der Päpste bis jetzt, von 1846 bis 1878, meine ich. 32 Jahre auf jeden Fall. Ich meine bis 78. Ist das nicht ein wichtiger Satz?
Ist das nicht ein Satz, der einem die Ohren klingeln lassen sollte? Ist das nicht ein Satz, wenn man damit mal zu Papa und Mama geht und sagt von, sag mal, warum seid ihr eigentlich euer Leben lang wählen gegangen, wenn ihr doch ganz deutlich die Kirche sich die Macht nimmt, die der Staat euch eigentlich verkauft zu haben, die er aber nicht hat? Warum lasst ihr euch ein ganzes Leben lang verarschen? Warum verarscht ihr uns? Warum erzählt ihr uns nicht die Wahrheit? Diese Schreiben sind öffentlich, jeder kann das nachlesen. Und über die Septanatsfrage hatte ich ja letztens mal schon gesprochen. Ihr erinnert euch, das war noch mit dem Stauffenberg, den ich da auch noch erwähnt hatte. Ne? Den Urgroßvater von dem Stauffenberg, der den Anschlag auf Hitler da gemacht hat. Der ja nicht funktioniert hat. Warum hat der Anschlag nicht funktioniert? Weil da nicht die richtigen Männer dafür gesorgt haben, dass er funktionieren sollte. Weil wenn die richtigen Männer dafür sorgen, dass so ein Anschlag funktioniert, dann funktioniert er. Dann wird er richtig ausgeführt, dann hat er die richtigen Folgen. Wenn so ein Anschlag misslingt, dann ist das schon von vornherein so festgelegt. Daraus ergibt sich unmittelbar, dass die Kirche sich in die Angelegenheiten des Staates einmischen kann. Wie als Beispiel angeführt, die Septanatsfrage. Ja, daraus ergibt sich unmittelbar, dass sie Staatsgesetze ohne weiteres für ungültig erklären kann, wie es Antichrist Pius IX. Bereits 1867 mit dem österreichischen Staatsgrundgesetz und mit den preußischen Maigesetzen getan hat. So, jetzt mal ein kleiner Tipp für euch. Ich habe das Staatsgrundgesetz aus Österreich vom 21. Dezember 1867 nicht nachgeschaut, nachrecherchiert. Ich habe die preußischen Maigesetze nicht nachrecherchiert. Das könnt ihr ja gerne mal machen. Und dann mal im Kommentar eure Befindungen darüber schreiben. Mal aufführen, um welche Gesetze handelt es sich und was ist da genau passiert. So etwas nenne ich Menschen ansetzen, ihre eigenen Untersuchungen, ihre eigenen Nachforschungen zu tun. Das sollte man oder solltet ihr viel öfter machen. Wobei ich nicht sagen will, dass ihr das nicht tut. Aber wenn ihr das tun würdet, ehrlich gesagt, dann würdet ihr diese Lesung hier ja schon von vorher kennen, weil dann würdet ihr die Papiere ja selber kennen. Na, ich will jetzt nicht übertreiben, aber der Punkt ist, man muss immer die Dinge selbst nachforschen auch. Seht ihr, das ist einer der Gründe, weshalb ich heute bin, wo ich bin. Ich habe mich nicht immer darauf verlassen, dass ich die Nachforschung von anderen Leuten nehme und dann sage von, das ist so, das steht hier, das ist so und dann nehme ich das so. Ich habe nicht immer, das gebe ich zu, logischerweise, das geht gar nicht, aber ich habe sehr oft die Brunnen kontrolliert, die in irgendwelchen Dokumenten oder Büchern angegeben waren. Und ich habe sehr oft auf eigene Faust nachgeforscht. Auch mit diesen Dingen hier jetzt, zum Beispiel das Staatsgrundgesetz von Österreich von 1867 oder die Maigesetze, die preußischen Maigesetze. So, teilweise habe ich solche Dinge früher auch selbst nachgeforscht. In diesem Fall habe ich es jetzt nicht gemacht. Andere Dinge habe ich hier gemacht, ja, in diesem Buch oder in anderen Büchern, ja. Und ich finde es sehr wichtig, hier auch mal Leuten einen Tipp zu geben, also euch jetzt den Tipp zu geben von, bitte recherchiert das mal selber. Bestätigt da für euch selber, dass das, was ich hier mache, richtig ist. Und zwar im Licht der Bibel richtig ist. Dass hier die Wahrheit gesprochen wird, wie der Name dieses Instituts sich ja auch nennt. Stunde der Wahrheit. Ja, dieses Ministerium, so wie ich mein Ministerium, wie ich das gerne nennen möchte, genannt habe. Ich habe mir ja da was bei gedacht, als ich das Stunde der Wahrheit genannt hatte. Eigene Untersuchungen sind so wichtig, weil die Wahrheit, die ihr für euch selbst rausfindet, ist viel wichtiger als die Wahrheit, die ich euch hier um die Ohren haue. Ganz einfach, weil es ein Gefühl der Befriedigung gibt, aber eine positive Befriedigung, wenn man so etwas selbst gefunden hat. Es ist genau wie wenn man die Bibel liest und der Heilige Geist einen in die Wahrheit leitet. Wenn man durch das eigene Bibellesen das eigene Bibelverständnis verbessert, dann sagt man, wow, ich habe diesen Vers noch nie in dem und dem Zusammenhang gelesen. Jetzt, wo ich diesen Vers in dem Zusammenhang lese, da wird mir auf einmal so viel deutlich. Das ist zum Beispiel der Grund, weshalb ich mit Tom Fress dienstagsabends die Lesung mache, das Thema ja ist, dass Jesus Christus, oder besser gesagt, dass das Neue Testament der lebende Beweis dafür ist, dass Jesus Christus die Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel war.
wenn man das Neue Testament unter dem Gesichtspunkt liest, dann liest man, versteht man viele Verse ganz anders auf einmal. Und so ist das mit solchen Sachen auch. Wenn man sich ein wenig um solche geschichtlichen Punkte kümmert, wie jetzt zum Beispiel die österreichischen, das österreichische Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 oder die sogenannten preußischen Maigesetze, und man forscht das selber raus, dann gibt das für einen selbst auch ein unglaublich befriedigendes Gefühl, um zu sagen von, ha, und das finde ich jetzt schön. Jetzt habe ich noch besser verstanden, wo der Jörg von gesprochen hat. Jetzt habe ich noch mehr Bestätigung. Ich habe eine Bestätigung aus mir selbst heraus, aus meiner eigenen Nachforschung heraus, dass die Dinge auch so wahr sind. Das ist im Grunde genau dasselbe, wenn man das auf die Bibel bezieht, was in Kapitel 17, Vers 11 in Apostelgeschichte steht. Über die Beröer, die bessere Juden waren als die in Thessalonik. Weil sie die Bibel zur Hand nahmen und jeden Tag in der Bibel geforscht haben, ob die Dinge auch so sind, wie sie sich vortun. Und wenn wir regelmäßig nachforschen, ob die Dinge auch so sind, wie sie sich vortun, dann kommen wir auch oftmals an ganz andere Inhalte heran, ne? Dann kommen wir auch auf einmal zu wissen, dass einige Dinge, die in der Welt so erzählt werden, eigentlich einen ganz anderen Hintergrund haben. Weil da etwas vorabging, was wir zum Beispiel nicht wussten, weil es im Verborgenen war. Nicht jeder weiß von dem österreichischen Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867. Ich selbst habe es nicht nachgeschlagen. Brauche ich auch nicht. Ich weiß, dass Pius der IX. Dagegen angegangen ist. Ich weiß, dass Pius der IX. Den Syllabus der Fehler 1864 verfasst hat. Ich weiß, was da drin steht und wie er eben Dinge wie Staatengründung, wie es in diesem Fall durch Österreich passiert ist, verabscheut. Verdammt, verflucht. Das macht er mit dem Syllabus der Fehler. Aber es ist wirklich mal ein gut gemeinter Tipp. Schaut das gerne ruhig mal nach. Ihr habt ja das Buch hier gratis im Internet auf meinem Archive zur Verfügung. Ihr könnt es nachlesen. Es steht auf Seite 6 im PDF. Auf der rechten Seite, ich habe es auch angestrichen, etwas darunter, es ist Seite 9 in dem Heftchen selbst. Ja? Der letzte Absatz, da steht drin, daraus ergibt sich unmittelbar, dass die Kirche sich in die Angelegenheiten des Staates einmischen kann, wie in der Satanatsfrage. Ja, dass die Staatsgesetze ohne weiteres für ungültig erklären kann, wie es Pius der IX. Pius der IX. Mit dem österreichischen Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 und mit den preußischen Maigesetzen bekanntlich getan hat. Vielleicht ist es doch nützlich, fährt der Autor fort, diese päpstlichen Kundgebungen hier anzuführen. Aha, ach so, jetzt lässt der Autor uns ein wenig teilhaben an seinem Wissen, was denn das österreichische Staatsgrundgesetz ist. Das österreichische Staatsgrundgesetz wurde von Pius dem IX. In feierlicher Allokution. Ja? Was ist denn eine Allokution? Da musste ich auch erstmal nachschauen. Allokution, das kommt aus dem lateinischen Allocutio, heißt Ansprache, bezeichnet generell eine förmliche Ansprache. Also, wir lesen hier in dem Satz in dem Buch, das österreichische Staatsgrundgesetz wurde von Pius dem IX. In feierlicher Allokution am 22. Juli 1868 folgendermaßen abgetan. Und dann kommt ein Zitat. Aber wir wollen erst einmal eben auf die Allokution raus. Der Begriff der Allocutio wurde von dem römischen Feldherren für die Ansprache der Kommandanten an ihre Truppe angewandt. Wenn man so etwas versteht, dann versteht man auch die Wortwahl des Autoren hier. Feierliche Ansprache auf eine Art und Weise, wie römische Feldherren die Kommandanten in der Truppe angesprochen haben? Das ist aber eine ganz bestimmte Ansprache, ne? Da kann man sich nicht einfach rausreden, so von, oh, habe ich nur halb hingehört, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Diese erfolgte vor oder während einer Schlacht, um die Kämpfenden aufzurütteln und um die Kämpfenden auf ihre Pflichten hin zu ermahnen. Das heißt, das macht der Papst, wenn er hier über das österreichische Staatsgrundgesetz spricht. Er ermahnt die Herrschenden auf ihre Pflichten. Was sind denn ihre Pflichten?
ihre Pflichten sind zu erkennen, dass die Autorität des Staates von derjenigen des Priestertums abhängt, nicht wahr? Ihre Pflichten sind zu erkennen, und zwar unmittelbar, dass die Kirche alle Staatsgesetze ohne weiteres für ungültig erklären kann. Ihre Pflichten sind, dass sie erkennt, dass der Papst der Regierende ist und sie nur Puppen an den Strängen sind. Die Erklärung über Allokution geht weiter. Der Begriff wurde von den kirchlichen Autoritäten adoptiert und behielt noch jahrelang viel von seiner originalen Bedeutung, besonders wenn es um den Kampf der heiligen katholischen Kirche ging. Wo geht's hier drum, wenn Papst Pius IX. In feierlicher Allokation das österreichische Staatsgrundgesetz mehr oder weniger verdammt? Nicht wahr? Eine am 7. März 1853 bekannt gewordene Allokution über die Einrichtung von 5 Bistümern in den Niederlanden löste bei der mehrheitlich protestantischen Bevölkerung eine erhebliche Entrüstung aus. Staatsmann Johann Rudolf Torbicke, der die Verhandlung mit der Kirche geführt hatte, reichte in der Folge seinen Rücktritt ein. Auch mit seiner Ansprache Lamdudum Cernimus ging Antichrist Papst Pius IX. Auf den heftigen Kampf zwischen den konkurrierenden Prinzipien Wahrheit und Irrtum, Tugend und Laster sowie Licht und Finsternis ein. Kann man nachlesen bei Wikipedia und der Link dieser Information ist auch hier in dem Text des Buches für euch inbegriffen. Könnt ihr das selbst raussuchen. Ja? Aber in dem Text hier von Wikipedia wird gesprochen von Papst Pius IX., der auf den heftigen Kampf zwischen konkurrierenden Prinzipien wie Wahrheit und Irrtum, Tugend und Laster sowie Licht und Finsternis einwirkte. Und hier in dem Buch steht also, das österreichische Staatsgrundgesetz wurde von Antichrist Pius IX. In feierlicher Allokution. Wir wissen jetzt, was das ist. Das ist nicht nur irgendwie eine Ansprache. Am 22. Juli 1868 folgendermaßen abgetan. Und jetzt kommt das Zitat. Was hat der Antichrist damals, vor heutzutage über 150 Jahren, gesagt? Zitat. Aus unserer apostolischen Machtvollkommenheit. Wann soll ich denn meine Kommentare geben? Am Ende des Satzes? Ja, ich lese es erst einmal ganz vor. Aus unserer apostolischen Machtvollkommenheit verwerfen und verdammen wir die erwähnten Gesetze und alles Einzelne, was, sei es in diesen, sei es in anderen, zum Recht der Kirche gehörigen Angelegenheiten von der österreichischen Regierung oder von irgendwelchen Unterbehörden verordnet, vollführt und irgendwie unternommen worden ist, und wir erklären aus der gleichen apostolischen Machtvollkommenheit, dass die Gesetze selbst mit allen ihren Folgen vollkommen nichtig und kraftlos gewesen sind und bleiben sollen. Ende Zitat. Nach dem lateinischen Text bei Mirbt auf seinem Werk auf Seite 371. Ja? Ist das entnommen, ist das übersetzt. Hier sehen wir jetzt in die Praxis umgesetzt, was wir vorher besprochen haben. Die Sätze aus des Papstes Schrift, die da hieß Immortale Dei, ne, was ich vorgelesen hatte, wo wir nochmal die Sätze, so hängt die Autorität des Staates von denjenigen des Priestertums ab, daraus ergibt sich unmittelbar, dass die Kirche Staatsgesetze ohne weiteres für ungültig erklären kann. Was hat Papst Pio IX denn jetzt hier 1868 gesagt? Aus unserer apostolischen Machtvollkommenheit, also das ist ja wohl die Anmaßung Gottes, wenn einer Machtvollkommenheit hat, wenn überhaupt einer vollkommen ist und wenn überhaupt einer Macht hat, die ihm zusteht, dann ist es unser Gott. Und nicht der Papst, der sich Macht aneignet und Vollkommenheit sich selbst zurechnet, aber sie darum noch lange nicht hat. Aus unserer apostolischen Machtvollkommenheit verwerfen und verdammen wir die erwähnten Gesetze. Mit anderen Worten, erklären wir aus der gleichen apostolischen Machtvollkommenheit, dass die Gesetze selbst mit allen ihren Folgen vollkommen nichtig und kraftlos gewesen sind und bleiben sollen. So, das ist ganz deutlich nochmal
eine Aufführung der Punkte, die wir davor besprochen haben. Hier vom Papst selbst ausgesprochen. Also es ist nicht der Protestant Jörg Lissmann, der meint, dass die Kirche sich diese Dinge anmaßt, sondern es ist der Papst selber, der in seinen eigenen Ansprachen, Allokutionen, die Regierenden eines Landes auf ihre Plätze weist. Ihr spinnt wohl! Ihr macht hier Gesetze, die nicht im Einklang sind mit dem römisch-katholisch-kanonischen Recht. Eure Gesetze sind vollkommen nichtig und kraftlos gewesen und bleiben nichtig und kraftlos. Das sagt der Papst hier den Herrschenden des Landes. Interessant, ne? Und das war im 19. Jahrhundert. Glaubt ihr, das wäre irgendwie in der Zukunft abgeschwächt gewesen? Ich glaube es nicht. Von den preußischen Maigesetzen aber erklärt derselbe Antichrist Pio IX, Pius IX, in seiner Enzyklika Quod Nunquam vom 5. Februar 1875. Dieses Papier kann sich ein jeder ja gerne im Internet raussuchen. Dass sie, Zitat, nicht freien Bürgern gegeben seien. Die Maigesetze, ne? Preußen erlässt sogenannte Maigesetze und der Papst sagt, dass sie nicht freien Bürgern gegeben seien, um einen vernünftigen Gehorsam zu fordern, sondern Sklaven auferlegt seien, um den Gehorsam durch des Schreckens Gewalt zu erzwingen. Darum seien sie ungültig, da sie der göttlichen Einrichtung der Kirche völlig zuwider sind. Der Papst kann sogar Könige absetzen und die Völker ihrer Untertanenpflicht entbinden. Und hier sind wir wieder bei Heinrich IV. Und dem Gang nach Canossa. Heinrich IV. Wurde exkommuniziert, der Kirchenbann wurde auf sein Land gelegt, er war vogelfrei erklärt, ein jeder konnte ihn umbringen. Das Volk war seiner Untertanenpflicht entbunden. Sie konnten ihren König ermorden. Es wäre sogar ein, im Englischen sagt man meritorious work, also es wäre eine ehrbare Arbeit, eine ehrbare Tat gewesen, das zu tun. Ehrbar im Licht Gottes, ne? Aber natürlich nicht des Gottes der Bibel, sondern des Gottes dieser Welt, um das zu tun, wenn einer vogelfrei ist. Weil der König, der Papst kann sogar Könige absetzen. Und wenn er den König absetzt, dann entlässt er die Völker aus ihrer Pflicht gegenüber dem König. Er hat natürlich gleichzeitig die Völker unter seine Autorität gestellt. Das ist ja logisch. Aber das sagt er da ja nicht bei. Aber es ist ja die geistige Macht, die über der weltlichen regiert, nicht wahr? Der Papst kann sogar Könige absetzen und die Völker ihrer Untertanenpflicht entbinden. Ein Recht, das noch Antichrist Pius IX. Für sich in Anspruch genommen hat. Pius IX. Lehnt zwar in seiner Antwort auf eine Adresse der römischen literarischen Gesellschaft die Herleitung dieses Rechtes aus der Unfehlbarkeit ab, mit der es nichts zu tun habe. Zitat, wohl aber entspringt es aus der Autorität des Papstes. Ende Zitat. Na, welche Autorität hat denn der Papst, meine lieben Brüder und Schwestern? Doch nur die eigenangemaßte Autorität. Die Autorität, die sich Luzifer angemaßt hat in Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15. Genau dieselbe Autorität hat der Papst und keine andere. Und nicht eine Silbe verwirft er dies als angebliche Recht, als widerchristlich. Wohl aber klingt ein leises Bedauern durch seine Worte hindurch, dass die Zeiten des Glaubens, Zitat, in dem Papste ehrten, was er ist, das heißt der höchste Richter der Christenheit, Ende Zitat, vorüber sind. Vergleiche aus Hönsbrüch seinem Werk auf Seite 11 fortfolgende. Wie weit diese Ansprüche gehen, mag man aus der Bemerkung des Jesuiten Werns, ja, über einen Jesuiten, in dem ich bereits in... Ich meine die verborgene Geschichte der Jesuiten, aber ich glaube auch in Hinter den Diktatoren gesprochen habe. Ja?
Werns war Anfang des 20. Jahrhunderts ein deutscher General der Jesuiten. Na? Wo hier also jetzt steht, wie weit diese Ansprüche gehen, mag man aus der Bemerkung des Jesuiten Werns, also nicht nur des Jesuiten, sondern des Generals des Jesuitenordens, in seinem Jus Decretalium ersehen, wonach die Kirche ganz und gar nicht verpflichtet ist, die staatsgesetzlichen Vorschriften, die sich auf die sicherheitlichen und sanitären Einrichtungen der Friedhöfe beziehen, zu beobachten. Punkt. Und damit werden wir die Lesung für heute auch beenden. Werns, ein deutscher Jesuitengeneral, Beginn des 20. Jahrhunderts. Wie weit die Ansprüche des Papstes gehen, ist, dass die Kirche ganz und gar nicht verpflichtet ist, die staatsgesetzlichen Vorschriften, die sich auf die sicherheitlichen und sanitären Einrichtungen der Friedhöfe beziehen, zu beobachten. Bis in dieses kleine Detail geht es. Sanitäre Einrichtungen der Friedhöfe. So tief hat Rom seine Wurzeln geschlagen in das Machen, Beachten, Schreiben und Verfolgen der Gesetze. So auf die sanitären Einrichtungen der Friedhöfe. Rom muss die staatsgesetzlichen Vorschriften dazu nicht beachten. Rom hat ihre eigenen gesetzlichen Vorschriften über die sicherheitlichen und sanitären Einrichtungen der Friedhöfe. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das setzt dem Ganzen im Grunde die Krone auf. Corona. Und damit sind wir dann am Ende der Lesung heute. Ja? Nächstes Mal lesen wir weiter. Auf Seite 7 in dem 22 Seiten PDF, Seite 10 in dem Buch. Also wird doch ein längeres Werk, als ich es eigentlich erwartet hatte, aber es ist so spannend, es ist so vielseitig und es kommt noch so viel und es fragt so viele Kommentare von mir. Und bitte fühlt euch nicht angegriffen persönlich durch das eine oder andere, was ich sagte. Viele von denen, die regelmäßig diese Videos schauen, sind ja auch selbst in eigenen Untersuchungen darin. Aber es gibt ja immer neue Menschen, die sich diese Videos anschauen. Und da sind viele bei, die eben gerne die Dinge alle auf einem silbernen Tablett serviert bekommen und die eben selbst nichts nachforschen. Und das ist eben der Fehler. Auch die Dinge, die ich hier vorlese, müssen selbst nachgeforscht und verifiert werden. Nur wenn sie bestätigt sind durch eigene Nachforschung, dann kann ich sie auch als das annehmen, als was ich sie hier verkünde. Nämlich die Lesung hier und mein Kommentar dabei als die Wahrheit im Licht der Bibel. Im Licht der Bibel steht und fällt alles. Alles, was ich sage, alles, was ich tue, alles, was ihr hört. Und deswegen müsst ihr es auch an die Schrift, an die Heilige Schrift messen. An der Heiligen Schrift messen. Entschuldigung, richtigen Artikel gebrauchen hier. Na? Messt immer alles an der Schrift. Seht, ob die Dinge auch wirklich so sind. Und tut das auch für euch selbst. Nicht, weil irgendein Autor irgendwo etwas schreibt, muss es deswegen wahr sein. Ich habe mich mal über 2 Stunden auf dem Samstagabend, war es glaube ich, mit Tom Fress hingesetzt und wir haben im Computer geforscht, ob denn auch tatsächlich auf der jüdischen Enzyklopädie der Eintrag, dass die Rothschilds die Hüter des Vatikanschatzes sind, tatsächlich auf der Webseite steht, in der Enzyklopädie. Und wir waren beide so Computeridioten, dass wir nicht mal die Funktion Control F kannten, also wie heißt es im Deutschen, Control Strong, Steuerung sicher, ne? Wenn man die Taste drückt, Steuerung F, dass man dann also eine Funktion hat, dass wenn man ein Wort auf einer Webseite eingibt, dass man das dann findet. Das wussten wir noch nicht mal. Wir haben wirklich die ganze Enzyklopädie durchgeforstet. Aber wir haben am Ende des Tages das Zitat selber gefunden. Er auf seinem, ich auf meinem Computer. Und das hat uns dann die Gewissheit gegeben von, was Tapasorci da geschrieben hat, ist wahr. Und das ist in vielen anderen Büchern auch so. Und das sollte man immer nachforschen. Und wenn ich euch hier sage, das steht da und da und da wurde das und das gesagt und da sind Quellen dabei, dann könnt ihr zumindest im Zweifelsfall immer die Quellen nachschauen. Und dann ist es interessant, sich solche alten historischen Bücher anzuschaffen und zu durchforsten. Also, wie gesagt, nehmt es mich nicht persönlich. Meine Pferde gehen manchmal ein bisschen mit mir durch, meine Leidenschaft geht manchmal ein bisschen mit mir durch, ich weiß es. Aber das macht mich zu dem, der ich bin. Und ich bin nun mal so, wie ich bin, weil Gott mich so gemacht hat. Und so will er mich gebrauchen und so werde ich auch fortfahren.
Ich danke fürs Zuhören und Zuschauen dieser Lesung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, eine schöne Woche, gute Erkenntnis hierin und bitte lest eure Bibel, die als Basis unserer Moral, als Basis unseres Gewissens dient, das Wort Gottes. Nur das zählt. Genau wie Martin Luther gesagt hat. Wenn ich nicht durch Vernunft oder Grund oder andere Beweise davon überzeugt werden kann, dass das nicht richtig ist, was ich hier sage, aufgrund der Schrift, wenn ihr mir das nicht aufgrund der Schrift beweisen könnt, dass ich falsch bin, ja, dann kann ich nicht anders. Dann kann ich nichts leugnen. Dann kann ich nichts zurückziehen. Dann kann ich nichts zurücknehmen. Weil Gott und sein Wort sind meine höchste Autorität. Das war so bei Martin Luther. Das war so bei vielen, vielen ungezählten, für uns ungezählte, Tausende und Abertausende, wahrscheinlich sogar Millionen und Abermillionen Protestanten durch die Geschichte. Das ist bei mir so und das ist hoffentlich bei euch auch so. Unsere höchste Autorität ist das Wort Gottes. Deswegen, bitte, lest eure Bibel. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht.